bin der Mike Künzli und habe die Rückennummer 73. Meine Rückennummer habe ich ausgewählt, als ich in die Nazi angekommen bin und habe den Jahrgang von meiner Mutter genommen, ihr so etwas zurückgegeben und zeigen, dass ich sehr dankbar bin, was sie gemacht hat. Natürlich auch mein Vater, beide Eltern haben mich da mega unterstützt und haben darum die Rückennummer 73. Das Coolste am Hockey finde ich die Vielfalt, das Taktische, das Technische, das Athletische, egal was für einen Körper oder was für Voraussetzungen man hat. Man kann eigentlich mit allem kann man arbeiten und braucht die Vielfalt auch im Team, dass man dann nachher zusammen Erfolg haben kann. Und das ist das Schönste. Ich bin André Eckenberger und spiele mit der Liebe-Nummer 22. Ja, ich habe ein Ritual vor dem Spiel. Ich habe immer drei Stück mache ich vor dem Spiel parat. Alle müssen oben und unten alles perfekt eingebunden sein. Dann wechsle ich jedes Drittel die Stücke. Einfach damit ich immer wieder den perfekt eingebundenen Stock habe. Plus, ja, ein bisschen Kopfsache auch, dass ich das immer wieder machen kann. Und ja, meine Lieblingsnummer, jetzt 22. Ja, das ist seit klein auf. Ich bin Jahrgang 99. Das 99 kann man halt nicht nehmen, oder? Und trotzdem wollte ich bei den Schnapszahlen bleiben. Ich finde es cool. Und dazu kommt, dass mein Vater seine Lieblingsnummer gegeben hat. Und seitdem habe ich immer, wenn ich kann, nehme ich 22. Ja, und am Hockey selber gefällt mir einfach mega. Ich glaube, es ist nicht irgendetwas Spezifisches. Es ist einfach, wenn ich aufs Eis komme, ja, ich habe so viel Spass. Ich glaube, ich bin nie so glücklich wie auf dem Eis. Und das ist das Gefühl, das ich auf dem Eis kriege, das ich nie so kriege. Und das ist das, was mir am meisten gefällt am Eishockey. Und ja, im Leben selber eigentlich auch, ja. Ciao zusammen, ich bin Colin Lindemann. Ich spiele nächstes Jahr für EVZ mit der Rückennummer 95. Ziel für diese Saison sind sicher für mich, mich in das Team reinspielen und mir einen Platz können kämpfen. Das ist sicher etwas, das ich sicher voranschaue und auch vor allem eben in meiner Heimatstadt Zug in der Bossart Arena auf dem Eis vor euch aufzutreten, ist auch schon in der Kindheit schon ein riesen Traum für mich und freue mich mega drauf. Für mich das Schönste am Hockey ist immer so ein bisschen die letzten paar Minuten in einem Match, wenn es wirklich spannend ist und irgendwie unentschieden ist und man aufs Eis muss gehen und etwas kann entscheiden kann. Das finde ich immer ist das so ein bisschen das Kribbeln in einem und die Emotionen, die mir am meisten Spass machen eigentlich beim Hockeyspielen, dass das können aufs Eis dann bringen. Hello everybody, my name is Daniel Wojciniolek. I will wear number 96 in Zug. I'm excited to be here. I'm looking forward to meet new guys, new persons, new teammates. So far they look so good, so I hope it will be same in the season. It's my first time to be outside of the Czech Republic with my family, so I hope we will enjoy it here, and even the games start pretty late. I hope my sons will watch me playing there for the Zugs, and they're playing hockey as well, and so I'm excited for this year, and I hope we will win something big. Hi everyone, my name is Thomas Montean. I'm the new assistant coach for this season. First time working outside of Sweden. Really looking forward to a new experience. Really good league, incredible fan base. It's going to be really fun to enjoy the ride. What I love about hockey and being a hockey coach, it's to win games. It's the best job you can have when you win games, and it's probably one of the shittiest jobs you can have when you lose. So, looking forward to win a lot of games. Ciao zusammen, ich bin der Tim Wolf, spiele mit der Nummer 1 und bin Goalie. Meine Eigenschaft am Match ist, dass ich eigentlich nach dem Warm-up neben dem Eis eigentlich nicht mehr rede in der Garderobe. Ich bin für mich in meiner Bubble, um mich zu konzentrieren. Zum Hockey bin ich auch durch meinen grossen Bruder, da er 3 Jahre älter ist und im Hunihockey spielen immer einen Goalie gebraucht hat. Ich freue mich diese Saison mega auf das Stadion mit allen Leuten, auf die Stimmung und auf viele Siege, die wir das Jahr holen können. My name is Frederick Olofsson. I'm wearing number 8. Achtung for Nummer 8. I'm Swedish, but also been living in America, so that's why my English is as it is. Really excited to be here in Zug. What a great city, great people so far that I've met. For me, as a player, I am a smart two-way center, likes to play hard and likes to be responsible, but also likes to get in on the offense and score goals. I'd say my warm-up routine is just the same. You know, you try to build it in the beginning, and then it's the same every day. You know, it's everything goes according to plan, and then you feel comfortable when you get to the game. I'm really excited to get to work and see what we can get done this year. We really want to do well in front of you guys, in front of the fans, and bring home that championship. So, my name is Gabriel Karlsson. I come from Örebro, Sweden. I play with number 27. I'm a defenseman, and I like to play both sides of the ice, both offense and defense. In Sweden, they call me Gabe, but I think in US and everywhere else in Europe, I go by Gabby.
think there's a lot of good things about playing hockey. You get to travel a lot. You get to meet many new friends. You get to see a lot of different cities, different cultures, different rinks and fans. So I think the whole package itself is just a really fun experience.